Alex, kennst du das Problem bei den BVF-Vergasern, wenn du manchmal so, ja, ich sag mal so ein bisschen längere Zeit Vollgas gefahren bist und bremst dann ab und willst um die Kurve fahren und reißt dann das Gas auf, dass der dann im Moment so abstirbt? Ja, dann denkt man so, überfettet der jetzt irgendwie? Und dafür gibt es eine ganz tolle Lösung und das zeigen wir euch heute mal. Übrigens, gleich vorweg, ist nicht unsere Idee, das hat uns nämlich Jan Schäffer erzählt von Langtuning. Und der hat gesagt, probiert das mal aus. Und wir haben es ausprobiert. Und das ist auch echt eine geile Sache. Und heute zeigen wir euch mal, worum es geht und wie man das Ganze machen kann. Ja, wir fangen an. Ja, hallo liebe Simson-Freunde. Moin. So, Alex, heute geht es nicht um Holzbearbeitung, ja, auch wenn das ein Holzbearbeitungsgerät ist, aber das eignet sich eigentlich relativ gut für diese Optimierung an dem Vergaser. Und zwar hat man ja diese normalen Vergaserschieber, ja, mit dieser Schräge hinten. Die Schräge zeigt ja bei dem Vergaser immer nach hinten, weil hier die Kerbe ist, die nachher auch hier, wo die Schraube ist, entsprechend sein muss. Und so sieht das Ganze ja aus. Ja. Kann man das sehen? Nö. Kann man nicht sehen. Jetzt, guck mal jetzt. So ein bisschen die Schräge da unten von Ja. dem Schieber sieht man, ne? So, und es geht jetzt darum, diese Schräge entsprechend ein bisschen hochzuziehen. Das heißt, es geht jetzt darum, in dem perfekten Winkel, man muss nur den gesamten Winkel wirklich auch so einhalten, wie er ist an dem Schieber. Und dieser Winkel, so wie er ist, einfach knapp 1,5 mm nach unten fräsen. Ja, man kann das mit dem Fräser machen oder wer gut drauf ist, vielleicht auch mit einer Feile. Ich habe es probiert mit der Feile, es ist nicht so ganz gerade geworden, Alex. Deswegen mache ich es eigentlich ganz gern hier über dieses Gerät. Und wir können euch das mal ganz kurz zeigen. Also die Gradzahl, man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt mehrere Originale, die sind ja von MZA hier, diese Schieber, beziehungsweise von BVF Nachbau, wird über MZA vertrieben. Wenn man diese Schieber alle so hinstellt und die Schräge hier sieht und du würdest jetzt alle Schieber hintereinander stellen, die ich hatte, dann sind die teilweise auch krumm und schief. Also es ist alles auch serienmäßig nicht so gerade. Und wir haben dann einen Mittelwert genommen aus allen Schiebern, die wir in der Reihe aufgestellt haben. Und so, dass man sagen kann, es ist ungefähr die Mitte von den Maßen her, von der Schräge her. Und dann haben wir hier, Alex, was sind das? 43 Grad, glaube ich, ne? Da habe ich so eine kleine Markierung Na, gemacht. 44. 44, ja. Also 44 Grad, das heißt, jetzt müsst ihr versuchen, egal wie ihr das macht, ihr könnt es auch mit einer Flex machen, Hauptsache es wird ordentlich. Es geht jetzt darum, diese Schräge genau so runterzuschleifen, und zwar 1,5 mm nach unten, sodass diese Kante hier weg ist. Dadurch bekommt der Vergaser schon mal, wenn der Schieber aufgezogen wird, schon mal im Vorfeld mehr Luft. Und wenn dann das Benzin aus der Düse nach oben gesaugt wird, dann kann er das schon mal besser entsprechend verwirbeln und entsprechend dem Motor zur Verfügung stellen. Also probiert das einfach mal aus. Wir zeigen euch das jetzt mal ganz kurz, wie wir das machen. Wir müssen das hier nur so ein bisschen verlängern. Achtung, es wird laut, Alex. So, also wir nehmen jetzt den Schieber, legen uns den hier hin. Wir brauchen nur eine kleine Verlängerung hier. Kannst du mal von oben filmen. Wir legen uns das jetzt hier an. Und dann müsst ihr nur darauf achten, dass diese Nut hier, die muss nach oben zeigen, ja? Die muss also wirklich exakt oben sein. Und dann kann man einfach den hier ranschieben. Genau. Und jetzt, Alex, jetzt sieht man das ganz gut, ja, dass wir hier entsprechend das Ganze abgeschliffen haben. Das ist ungefähr so die Unterkante von diesem Innenteller. Bis dahin muss man. So, Alex, und dann kann man das hier mit so einem Cuttermesser einfach so ein bisschen vorsichtig entgraten, dass man die Späne hier so ein bisschen wegkriegt. Oh, für Leute, die es haben, auch gerne eine kleine Nadelfeile, ne? Ja, und hier außen auch noch mal ein bisschen entgraten. Das reicht dann völlig aus. So, und dann sieht man, dass die Schräge, wir nehmen noch mal ganz kurz einen originalen Schieber, dann könnt ihr noch mal eben ganz kurz den Unterschied sehen. Habe ich hier überhaupt noch einen? Das Haben schon ist alle eine umgebaut unschöne hier. Perspektive, du. Genau, so. Also hier seht ihr noch mal genau den Unterschied. Hier hatten wir auch schon mal einen vorbereitet. Und so sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Ja, also ich würde sagen, probiert das mal aus und könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euer Vergaser dann besser funktioniert. Und danke Jan noch mal für den Hinweis. Also ich finde es eine ganz tolle Idee und ja, auf jeden Fall mal schreiben, ob ihr damit Erfolg hattet. Ja, und bitte gerade, Alex, ne, und den Winkel einhalten, sonst funktioniert das nicht. Ja, haben wir es. Bis denn.
Ciao. Ciao. Achso, hier sind noch ein paar Videos, wenn ihr Lust habt.